soweit einmal Infos. Und ich möchte zur Botschaft kommen für heute, die sehr in der Praxis verwurzelt ist. Das ist ein ganz ein praktisches Thema. Und zwar ein Wort, das immer wieder jetzt in den Medien seit Wochen und Monaten auftaucht, ist dieses Blackout, oder? Ist euch sicher schon allen untergekommen, ja, was, wie, wo, warum? Blackout-Server, das Wort, vielleicht nur vorab eine Info. Ich habe jetzt nicht ein Reden des Herrn oder irgend sowas, dass das Thema heute dran ist. Die Geschichte dahinter ist eigentlich, dass wir als Gemeindeleiter und als Bereichsleiter bei unserem letzten Meeting vor einigen Wochen so ein bisschen auf das Thema gekommen sind, Krisenfestigkeit der Gemeinde und so, und wie könnte man das erhöhen, dass wenn irgendwo was Gröberes passiert, wie reagieren wir darauf, so in die Richtung. Das war so eigentlich die Fragestellung. Und wir haben dann einfach das eingeplant. Ja. Also das ist eine Planpredigt. Aber wer weiß, vielleicht war es einfach auch Gott, der uns da hingestupst hat, thematisiert das. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein besonderer, ganz spezieller Anlass, warum das jetzt thematisiert wird. Blackout bezeichnet, eigentlich kann ganz viel bezeichnen. Es kann bezeichnen, wenn du eine Prüfung hast und du hast total eben ein Blackout, dir fällt nichts mehr ein, ne? Du hast gelernt, aber plötzlich ist nur noch schwarz. Das kann ein Blackout sein, aber der Blackout, von dem in den Medien in letzter Zeit einfach ganz viel gesprochen wird, ist ein Blackout, der meint, ein flächendeckender, größerer Stromausfall, nicht nur für ein paar Minuten, sondern vielleicht Stunden oder eventuell Tage. Also das ist das, worum es quasi geht, wenn dieser Begriff momentan fällt in der Regel. Und was mir zum Beispiel nicht bewusst war bei dem Thema, war Folgendes, dass man davon ausgeht, dass wenn in Österreich der Strom quasi flächendeckend ausfallen würde, dass das ungefähr 1 bis 2 Tage dauern würde, bis der Strom wieder dann verfügbar ist, bis man die Systeme quasi neu gestartet hat, dass das Stromnetz wieder geht. Davon gehen wir aus, man weiß eh nie alles ganz genau. Aber, und das ist das, was für mich neu war, das Interessante oder das, was man vielleicht nicht bedenkt, ist, dass wenn jetzt ein, 2 Tage überhaupt kein Strom da ist, dann ganz viele andere Dinge ins Stocken geraten oder unterbrochen werden und neu gestartet werden müssen. Zum Beispiel die Versorgung mit Lebensmitteln, die Produktionen von den Lebensmitteln und dann auch die Lieferung zu den Geschäften und so weiter und so fort. Die Zahlungssysteme und so, bis alles wieder funktioniert, weil da sind einfach viele Gerätschaften dahinter. Und das war mir gar nicht so bewusst und darum wird immer empfohlen, dass man schauen sollte, dass man für 1, 2 Wochen eben unabhängig vom Einkauf quasi über die Runden kommt, ohne dass alle in Panik ausbrechen müssen, wenn man sagt, okay, ja passt, wir haben da gewisse Vorkehrungen getroffen und damit können wir auch ganz gut mit so einer Situation einmal umgehen. Obwohl es geplant war, so quasi diese Predigt für heute Morgen, war letzten Montag die Titelseite der Presse folgende: Wenn es dunkel wird, steht da oben. Schauen wir ein bisschen genauer hin und dann ist noch so eine Unterüberschrift: Blackout. Und dann steht: Laut Experten ist die Gefahr eines riesigen Strom- und Systemausfalls groß wie kaum je. Was dann passiert und wie Österreich darauf vorbereitet ist. Und dann wird berichtet, dass Wirtschaftsvertreter mit den Betrieben sprechen und sagen, hey, wie wollt ihr als Firmen darauf reagieren, sollte sowas passieren. Dann wird auch erwähnt, dass zum Beispiel die Krankenhäuser und auch das Bundesheer sich bereits aktiv vorbereiten und schauen, wie können sie sich auf so eine Situation vorbereiten. Und wenn man das dann so liest, dann macht man sich ja schon ein bisschen Sorgen, oder? Dann denkt man sich, oh, was ist jetzt da los, gell? Und vielleicht denkst du dann auch, ja, vielleicht wollen die ja absichtlich uns ein bisschen verängstigen. Ja? Also wir sind ja alle ein wenig sensibilisiert von Corona. Also ich kann mich erinnern, da wurde ja auch teilweise ziemlich auf den Putz gehauen, zum Teil. Und tatsächlich auch bewusst Ängste geschürt. Und jetzt sind wir ein bisschen sensibler, ja? wenn da recht auf den Putz gehauen wird. Manchmal war es berechtigt, manchmal waren aber auch Prognosen ganz falsch. Also es war beides da, also da muss man fair bleiben. Und so ist es auch hier, dass man sagt, ja, ist es wirklich jetzt so eine große Gefahr, ja oder nein? Und glücklicherweise stellen die Journalisten auch diese Frage,
ob da nicht vielleicht zu viel Panik gemacht wird, und lassen einen Experten zu Wort kommen. Und zwar jemand, der mal beim Bundesheer auch war und jetzt sich ganz stark in dem Bereich engagiert. Und die fragen eben, ist diese Blackout-Fokussierung übertriebener Alarmismus? Und dann, nein, sagt Blackout-Experte Herbert Sauruck, so akut wie jetzt war die Gefahr noch nie. Denn, er begründet, es gibt viele Probleme und wenn sie alle gleichzeitig auftreten, dann gibt es einen Blackout. Sauruck weiter, in der Branche wird gesagt, es gibt viele Unsicherheiten, aber keine große Gefahr. Ich sehe aber definitiv ein erhöhtes Risiko. Gründe für die gestiegene Gefahr sind laut Sauruck beispielsweise Gaskrise und Trockenheit, die zu einem Energiemangel führen, aber auch andere Faktoren. Dass auch die subjektiven Befürchtungen sowie Vorbereitungen auf einen längeren Blackout steigen, liegt auch am Zwischenfall vom Jänner 2021. Das ist interessant, weil es hat nichts mit Ukraine oder irgendwas zu tun, sondern unabhängig davon. Extreme Frequenzschwankungen sorgten damals für eine Überlastung im europäischen Netz. Nur das rasche Eingreifen der Betreiber konnte die große Katastrophe verhindern. Merkbar war diese dennoch. Am Wiener Flughafen etwa machte sich der beinahe Blackout in hunderten zerstörten Gerätschaften bemerkbar. Das ist nur ein Vorgeschmack auf das Horrorszenario, heißt es. Also wir sehen irgendwo, es gibt auch zwei Seiten hier. Die einen sagen, keine große Gefahr. Und andere sagen, ziemlich erhöhte Gefahr. Also wir haben wieder beides da. Aber eben zum Beispiel dieser Sauruck, er sagt, es gibt auch konkrete Hinweise darauf, dass das Netz, das Stromnetz, das wir alle benutzen und voll gern haben, weil es super praktisch ist, dass das über die letzten Jahre einfach nicht mehr ganz so stabil, also es ist die Stabilität hat ein bisschen gelitten. Und da liegt auch die mögliche Schwierigkeit für uns Normalmenschen, weil wir haben ja kaum irgendwie so empfindliche Geräte wie die Firmen oder so, die dann gleich kaputt werden und irgendwie ganz neu eingestellt werden müssen. Aber wir sind eben abhängig davon, von diesen Firmen. Und darum könnte es durchaus schlau sein, gewisse Vorbereitungen zu treffen, falls es wirklich zu so einem Fall kommt. Und ich will eine Panik machen, bitte nehmt es einfach sehr, aha, okay, als Infos. Aber ich glaube, es ist trotzdem schlau. Und spätestens jetzt denken manche von euch, hey Tobi, wann kommt eigentlich die Predigt? Weil Zeitung lesen und dann Panik schieben, das kann ich daheim auch. Oder? Stimmt, oder? Ja, ihr habt recht. Und darum will ich nicht beim Zeitungslesen bleiben. Ich habe es eh schon erklärt, wir haben eben als Gemeindeleitung gesprochen und gesagt, okay, wie kann man die Krisenfestigkeit der Gemeinde erhöhen? Wie gehen wir damit um, falls dort irgendwie trotzdem das öffentliche Leben total zum Stillstand kommt? Und uns ist auch bewusst, man kann sich ja gar nicht auf alles vorbereiten. Man braucht so ein gesundes Grundvertrauen auch in unseren Herrn. Das ist das Allerwichtigste. Die Beziehung zu Gott. Ein geerdet sein in ihm. Das ist sicher mal das Allerwichtigste. Aber was wir eben, wenn wir schon ein bisschen nach vorne schauen und sagen, okay, wir wollen krisenfester sein, was man schon tun kann, ist eben auch vorher schon festzulegen, mit welcher Haltung möchte ich in so eine Situation reingehen. Also das ist eine wichtige Frage. Mit welcher Haltung begegnest du einer Krise? Beziehungsweise wenn sowas kommen wird, wie möchte ich da reingehen? Und vor allem auch, was kann ich vielleicht für ganz einfache Dinge tun, die mir dann helfen, wenn tatsächlich sowas passieren sollte? Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Haltungen, die man haben kann. Und ich habe mal eine eher problematische Haltung mitgebracht. Und zwar folgende. Ich muss mir keine Sorgen machen und brauche keine Vorbereitung, denn Gott ist bei mir. Ist grundsätzlich sehr geistlich, aber wenn man genauer hinschaut, nicht sonderlich christlich. Ich werde auch gleich erklären, warum. Und bitte versteht es mir nicht falsch, es ist ganz wichtig, dieses Gottvertrauen, dieses Grundvertrauen in Gott, aber es entbindet uns quasi nicht davor, dass wir auf den Nächsten auch schauen, dass wir selbst Verantwortung auch übernehmen für uns und für andere. Also das ist eben die Spannung, in der wir drin sind. Jesus sagt nämlich, du sollst deinen Nächsten
lieben. Also es wird nicht sehr theologisch, die Predigt heute, weil es sind so total diese Basissachen, die Jesus gesagt hat. Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nachzulesen Markus Kapitel 8. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn man sich dieses Statement anschaut, dann ist es ziemlich mir-lastig. Ja? Ich muss mir keine Sorgen machen und brauche keine Vorbereitung, denn Gott ist bei mir, meiner, mir, mich. Ja? Also das ist so ein bisschen die Problematik und das ist die Haltung, wo wir nicht reinschlittern sollten, dass wir total fokussiert sind nur auf mich, ja? Ich will überleben, ich will und da, 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 sondern dass wir einen breiteren Blick haben, dass wir ein größeres Bild haben, auch wenn es darum geht, wie gehen wir mit einer Krise um. Weil wir tendieren dazu, dass wir nur auf uns fokussieren und vielleicht auch vergessen, dass andere, vor allem auch unsere Glaubensvorfahren sozusagen, ja auch schon schwierige Situationen erfahren haben und wir da auch lernen dürfen von ihnen. Ich habe zum Beispiel am Ende meines Studiums der Theologie habe ich eine Arbeit geschrieben über die soziale Verantwortung der Gemeinde und das war so mittelmäßiges Ding, aber trotzdem habe ich einiges dabei gelernt, vor allem als es darum ging, die Kirchengeschichte ein bisschen genauer anzuschauen. Wie haben die ersten Christen, wie sind die umgegangen mit solchen Situationen, die Ausnahmen waren, wo Krisen waren, wie haben die drauf reagiert? Und es war interessant zu sehen, dass sie Jesu Worte, liebe deinen Nächsten, sehr ernst genommen haben und wirklich versucht haben umzusetzen. Das heißt, sie haben nicht nur aufeinander geachtet, sondern sie haben auch, wenn es möglich war, darüber hinaus geholfen, Leuten, die eigentlich nicht mehr so in ihrem direkten Aktionsradius waren. Und ich möchte euch ganz kurz einen Abschnitt aus dieser Arbeit vorlesen. Die Fürsorge der Christen in der frühen Kirche des 2. und 3. Jahrhunderts galt nach wie vor in erster Linie den Glaubensbrüdern und Schwestern. Es gab gerade durch die stoßweise Verfolgung viel zu tun. Also das war immer noch eine Phase, da war noch nicht Christentum irgendwie anerkannt. 2., 3. Jahrhundert, das kam erst dann im 4. Das war noch eine sehr heiße Phase, wo die Christen sehr viel Verfolgung erlebten, auch immer wieder in Wellen, je nachdem, wer an der Macht war. Und da hatten sie viel zu tun. Gefangene mussten versorgt, Vermögensverluste aufgefangen und der Lebensunterhalt derer, die ihr Gewerbe aufgeben mussten, bestritten werden. Also wirklich, Leute konnten ihren Job nicht mehr machen, weil sie Christen waren. Jedoch wurde besonders in Katastrophenzeiten sichtbar, dass nicht nur die eigenen Bedürftigen Hilfen empfingen. Zum Beispiel berichtet Bischof Dionysos von der Pest, die Mitte des 3. Jahrhunderts in Alexandrien, also in Nordafrika, wütete. Während die Heiden in Panik flohen und die Toten plünderten, kümmerten sich die Christen um die Kranken und begruben die Toten. Und viele starben, nachdem sie andere in ihrer Krankheit gepflegt und gestärkt hatten, selbst den Tod jener auf sich übertragend. Das ist eine krasse Haltung, würde ich sagen. Das ist Haltung. Das ist wirklich unglaublich. Und ich denke, dass wir, wenn wir nach vorne blicken und sagen, okay, es könnten Krisenzeiten kommen, wir wissen es nicht, vielleicht, vielleicht nicht, aber wir wollen bereit sein und wir wollen eine Haltung einnehmen, die sagt, wenn es dunkel wird, dann will ich leuchten. Wenn es dunkel wird, dann will ich leuchten. Das ist auch so das, was ich euch mitgeben will heute. Wenn es dunkel wird, will ich leuchten. Dass das so diese Grundhaltung bei uns ist. Was meine ich damit konkret? Also zum Beispiel, nehmen wir einfach nur Blackout eben als Beispiel. Ich kann mich nicht vorbereiten. Die Schwierigkeit dabei ist, aus was für einem Grund auch immer, dann bin ich höchstwahrscheinlich nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ja, ein ganz konkretes Beispiel. Die meisten Kommunen, also Gemeinden und Städte, sind darauf angewiesen in der Wasserversorgung, dass Pumpen eingesetzt werden. Pumpen brauchen Strom. Das heißt, wenn kein Strom da ist, ist in vielen Teilen unseres Landes auch kein Wasser da. Ja, und jetzt ist so, Spülkasten von deinem WC, du hast dann quasi eine Chance. Einmal spülen. Aber wenn jetzt der Strom, sagen wir mal, 2 Tage weg ist, wird es knapp. Oder? Also ganz konkret. Und das heißt, da braucht es Lösungen.
die sind vielleicht ganz einfach, aber wenn man es sich nicht überlegt hat, bist du ziemlich beschäftigt damit, allein das WC-Problem zu lösen. Ja? Also das sind so Sachen, an die man vielleicht gar nicht denkt, aber die theoretisch auftreten können. Das heißt, wenn man nicht vorbereitet ist, ist man ziemlich beschäftigt mit einer Nebensache, die aber trotzdem irgendwie ziemlich wichtig ist. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte eigentlich, wenn es dunkel wird, da sein, um auch leuchten zu können, dann ist es gut und dann wird man sich automatisch eigentlich überlegen, okay, wie kann ich das eine oder andere in Position bringen, damit ich für andere letztendlich eine Hilfe sein kann. Und das ist dann quasi nicht eine Vorsorge aus Angst oder nur auf mich zentriert, sondern eine Vorsorge, die eigentlich dann schon wieder auch andere im Fokus hat. Und das ist, denke ich, das, was uns unsere Grundhaltung sein sollte in so einer Situation. Und da wird es natürlich dann auch haarig, ja, weil mein Gegenüber, mein Nachbar oder wer auch immer, der hätte sich ja doch auch vorbereiten können, oder? Weil es ist ja eh in den Medien und überall und dann tatsächlich, wenn es so kommt. Und ich glaube, das ist dann schwierig, dass man da dieses Gnadenelement sozusagen wirksam werden lässt. Weil das ist ja letztendlich das, was wir in Jesus sehen. Und das, was letztendlich unsere DNA auch sein sollte, dass wir unsere Hilfe nicht immer davon abhängig sein oder davon abhängig sein lassen, ob quasi der andere das verdient hat oder nicht. Weil das ist das Kreuz. Das Kreuz, das erinnert uns immer wieder daran, Jesus starb für uns, obwohl wir Sünder waren. Obwohl wir es nicht verdient hatten. Er gab trotzdem sein Leben für uns hin. Und es ist schön, Gnade in Empfang zu nehmen, aber es bringt uns an unsere Limits und es lässt uns schlucken und manchmal schaudern, wenn wir gefragt sind, dass wir quasi diese Gnade austeilen, dass wir sie walten lassen. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, dass wir vorher sagen, Gott, gib mir die Kraft, hilf mir, vorbereitet zu sein, sodass ich leuchten kann, wenn es dunkel wird. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich hoffe und bete auch, dass ich das selber umsetzen kann, weil ich will nicht irgendwas euch predigen und dann, wenn es dazu kommt, mich zurückziehen und ganz was anderes tun, als ich predige. Also wir sind ja alle Menschen und in erster Linie denken wir halt mal an uns. Ja? Und das ist auch nicht völlig abwegig. Jesus sagt ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Das heißt, du brauchst auch du musst ja auch auf dich selbst schauen. Das ist so wie im Flugzeug, ihr kennt das alle, wer schon mal geflogen ist, da wird dann diese Instruktion gegeben. Ja, und wenn dann die Masken vom Ding runterfallen, dann nimm als Erster die eigene Maske und dann hilft dem Nächsten, seine Maske aufzusetzen. Ja? Also so dieses Element, erstmal selber schauen, dass man wieder in einem kontrollierten Zustand ist, dann weitergehen. Aber natürlich, wenn da keine Masken ist, für dich und für niemand, dann ist ein Problem. Aber drum schauen, die Maske zack, ja, und weiter geht's. Wo kann ich leuchten? Also, aber wir sollten nicht zu lang bei diesem Wir-Ich verharren. Also ich glaube, da ist einfach das, wo wir uns unterscheiden können auch, wo wir letztendlich das Licht Jesu ausstrahlen dürfen. Wenn es dunkel wird, will ich leuchten. Also das ist so dieses Predigt to go, das ich euch mitgeben möchte. Das ist so diese Quintessenz von dem, was mir einfach wichtig geworden ist in der Vorbereitung. Und ich möchte jetzt zu einem Praxisteil kommen, der super praktisch wird, der viel praktischer ist als normal. Aber ich hoffe, dass es trotzdem ein Segen ist für euch. Ich hoffe auch, dass unsere Aufzeichnung gelingt, weil irgendwo, es war mir echt der Herzens, ich habe mich gefreut, eigentlich diese Botschaft zu teilen, weil sie eben sehr viel Praxis drin hat und uns letztendlich als Gemeinschaft auch krisenfester macht und hoffentlich auch jeden, der das hört, weil jetzt kommen einfach auch praktische Dinge, völlig unabhängig, ob du an Jesus glaubst oder nicht oder was immer. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. Beim Praxisteil möchte ich zwei Dinge euch mitgeben oder ansprechen, und zwar das erste ist persönliche Krisenfestigkeit. Wie kann man das erhöhen? Und das zweite, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das eben im Blick haben, auch von dem, was wir jetzt vom geistlichen Teil rausgenommen haben, wie kann gemeinschaftliche Krisenfestigkeit gestärkt werden? Also diese zwei Dinge, persönliche Krisenfestigkeit und gemeinschaftliche. Das erste ist eben persönliche Krisenfestigkeit.
Und da habe ich ganz konkret Dinge vorbereitet und mitgebracht für euch. Und zwar, es gibt so einen Folder, das ist von diesem Sauruck, der dann einen Verein gegründet, was einfach so quasi Krisenprävention macht. Und ich lade euch ein, nehmt euch diesen Folder mit, der heißt Blackout, haben Sie einen Plan B? Und da wird ganz kurz und knackig, das kann man in 2 Minuten durchlesen, wird erklärt, wie kann ich mich zum Beispiel vorbereiten mit einer kleinen Checkliste, einfach Dinge durchdenken mal. Es geht ja ganz viel darum, einfach, dass man nur was durchdenkt einmal. Und vielleicht das eine oder andere, was man noch nicht erledigt hat, ah ja, okay, das fehlt mir da irgendwie, da muss ich mir was noch überlegen, das erledigt und damit ist es eigentlich schon gegessen. Und er erklärt auch ein bisschen diesen Zusammenhang, dass es ja nicht nur Strom ist, sondern auch Lieferketten und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich. Es ist so quasi eine Vorbereitungsbroschüre. Und dann, wichtig nicht zu verwechseln, es gibt eine zweite, die schauen leider sehr ähnlich aus. Es sind zwei. Dann gibt es eine zweite, die heißt Blackout, wenn ein Blackout eingetreten ist. Und das ist im Grunde nichts anderes als eine lange To-Do-Liste oder einfach eine Checkliste, eine längere, wo wirklich auch hilfreiche Sachen drin sind. Zum Beispiel unter der Überschrift Maßnahmen in der Familie, sensible elektronische Geräte, zum Beispiel Computer oder Ladegeräte, abstecken, um Schäden bei der Wiederkehr des Stromes zu verhindern. Das ist voll die Kleinigkeit, aber an die denkt man vielleicht nicht. Und die könnte dir richtig Geld sparen. Weil uns ist ja nicht bewusst, aber unser Stromnetz hat genau 50 Hertz. Das ist eine bestimmte Frequenz. Und wenn die das neu starten, kann es sein, dass plötzlich einmal 45 oder 40 hat, weil sie es noch nicht ganz im Griff haben. Und das mögen die Geräte gar nicht. Der Fernseher sagt, nee. Und dann puff. Also drum, so wirklich ganz praktische Tipps für euch. Oder auch andere Sachen, wo man gedacht hat, ah ja, das will ich auch nicht denken. Tiefkühlgeräte im Auge behalten. Plötzlich dauern sich die ganzen Geräte ab. Da kommen Flüssigkeiten auf einmal raus. Muss man Handtuch hinlegen. Also solche Sachen, wirklich so ganz selbstverständliche Dinge, aber die man vielleicht gar nicht denkt. Oder Maßnahmen in der Gemeinschaft. Das ist eben auch so wichtig und das übersieht man schnell. Überprüfen, ob es pflegebedürftige oder kranke Menschen in der Nachbarschaft gibt. Pflegedienste und Essen auf Rädern werden nicht mehr kommen. Ja, stimmt. Nachbarschaftliche Notfallteams organisieren und hilfsbedürftigen Menschen unterstützen. Gut, das ist stark, oder? Echt super. Und dann der ganz letzte Tipp ist auch cool. Helfen Sie mit, um möglichst rasch wieder eine Normalität herzustellen. Also das sind wirklich ganz konkrete und super Sachen. Also das eine, Plan B, Vorsorge quasi und falls sowas auftritt, dass man einfach einen gewissen Plan hat. Das ist das eine, persönliche Krisenfestigkeit erhöhen, aber ich glaube, das ist natürlich auch immer etwas mit einer geistlichen Komponente, mit einer Glaubenskomponente drin. Und auch da haben wir was und das ist irgendwie cool, finde ich, wie das alles sich zusammengefügt hat. Vor einigen Wochen haben wir so einen Karton bekommen, geschenkt bekommen als Gemeinde mit so einem Büchlein, das heißt Lebenshilfe aus den Psalmen. Lebenshilfe aus den Psalmen. Geschrieben von Dr. Manfred Mitterecker, er ist Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Gröbming. Und das ist ein, eigentlich kann man sagen, so ein Krisenbüchlein. Er schreibt in seinem Vorwort Folgendes und ich finde, das passt einfach so gut. Dieses Büchlein, Lebenshilfe aus den Psalmen, möchte Sie ermutigen, in schwierigen Lebenslagen niemals aufzugeben. Es will allen Menschen neuen Mut und neue Hoffnung vermitteln. Es möchte Ihnen neue Perspektiven eröffnen, selbst wenn es vielleicht im Moment dunkel in Ihrem Leben ist. Stell dir vor, du hast einen Blackout und dann liest du das. Da fühlst du dich echt angesprochen. Es möchte Sie begleiten beim Seufzen, Klagen und Weinen. Es möchte Sie auf die Glücksmomente Ihres Lebens aufmerksam machen, auf das Gute schauen und zum Danken einladen. Es möchte Ihnen durch viele Hinweise zeigen, dass es ein erfülltes Leben gibt, selbst wenn schwere persönliche Erfahrungen uns niederdrücken und äußere Umstände einschränken oder behindern. Also das ist aus diesem Vorwort. Ihr könnt euch das einfach auch als Ergänzung so quasi für persönliche Krisenfestigkeit mitnehmen, pro Haushalt eins. Wir haben ca. 40 Stück davon. Und wenn du jemanden kennst oder hast in deinem Freundeskreis, Verwandten, wo du sagst, hey, der braucht Ermutigung, dann nimm einfach ein zweites mit. Wenn es euch super gefällt, da ist ein Verein, der das verschenkt quasi, dann kann man einfach was überweisen und sagen, danke,
für das tolle Heft. Wenn es euch nicht gefällt, bringt es zurück, dann kann wer andere das mitnehmen. Also ganz simpel. Also für persönliche Krisenfestigkeit diese drei Dinge, zweimal die Broschüre und dann dieses Heftchen, könnt ihr alles einfach mitnehmen. Und es findet sich auch auf unserer Homepage, und zwar unter folgendem Link, da findest du die PDFs von diesen Foldern und auch sogar von dem Lebenshilfe-Büchlein, weil das ist auch im Internet kostenlos zu bekommen. Das heißt, auch da das PDF, alles auch digital verfügbar, auf dieser Seite, die wir diese Woche dann auch auf unserer Homepage integriert haben. Das ist einmal persönliche Krisenfestigkeit. Und das Zweite, was ich eben gesagt habe, ist gemeinschaftliche Krisenfestigkeit. Wir haben überlegt, was könnte man tun, damit wir als Gemeinschaft krisenfester sind. Der erste Schritt ist natürlich immer das Persönliche, weil wenn die Einzelnen besser vorbereitet sind, ist man als Gesamtheit natürlich besser vorbereitet. Aber wie schafft man irgendwie so die Brücke zueinander? Wie koordiniert man das? Und da ist uns eine Idee eingefallen. Und zwar haben wir gesagt, es wäre gut, wenn sowas eintreten würde, dass man einfach sagt, okay, zur Gottesdienstzeit, das ist bei uns ca. 10 bis 12 Uhr, werden wir die Dambergasse 12, also das sind unsere Gemeinderäume, die wir besitzen, wo die Baptisten derzeit Gottesdienst feiern, dass wir die einfach besetzen. Das heißt, man kann ja nicht mehr kommunizieren. Das heißt, wenn jemand weiß, ich habe was, was vielleicht ein anderer brauchen könnte, oder ich möchte einfach nur mit jemand reden, weil ich bin allein daheim, ich brauche vielleicht, wer anderes sagt, ich brauche Hilfe, ich habe dies und jenes Problem, dann kann man da hinkommen und dann kann man koordinieren und einfach auch kommunizieren miteinander. Also das ist so diese Grundidee, und das wäre quasi ab dem ersten Tag, wo das auftritt. Wenn es natürlich dann um 1 Uhr, sagen wir um 13 Uhr passiert, dann ab nächsten Tag, dann ab 10 Uhr bis 12 Uhr ist dann wer da, und es geht dann einfach so lange, bis wieder das halbwegs normale Zustände sind. Und sollte das in einen Sonntag reinfallen, habe mit Gerd Ivanowitz gesprochen von den Baptisten, dann machen wir gleich einen Ad-Hoc-Gottesdienst auch noch übergemeindlich. Super Sache, oder? Also das ist einfach mal das eine, um so quasi, dass wir sagen, okay, wir haben einen Plan, wenn sowas passiert, ich weiß, wo ich hingehen kann, weil anrufen kann ich nirgends. Und das zweite, was wir noch hier für die gemeinschaftliche Krisenfestigkeit haben, ist, dass wir auch jetzt schon überlegen, wer ist nicht mobil, wer kann nicht so einfach da hingehen und da Liste haben, dass man einfach dann schaut, wie geht's, alles klar, müssen wir dich umquartieren, ja oder nein, dann kann man einfach auch das schon vorher festlegen, und dann wird innerhalb von ca. 12 Stunden oder so einfach mal wer kommen von der Gemeinde und fragen, ob alles in Ordnung ist. Und da, wenn du weißt, okay, ich kenne jemanden, der hat wirklich niemanden, oder selbst betroffen bist, dann melde dich, dass wir einfach dann auch dich in der Liste haben und dann auch dich aufsuchen können. Ja, warum das Ganze? Ja, da sind wir wieder beim Predigt to go. Wenn es dunkel wird, wollen wir leuchten. Letztendlich. Und das beginnt mit persönlicher Krisenfestigkeit und mit gemeinschaftlicher. Und ich glaube, dass das einfach ganz viel Potenzial hat, dass es letztendlich auch Jesu Herz widerspiegelt, der so voller Gnade war, der nicht nur für sich selbst gelebt hat, sondern wie kein anderer sein Leben für unser Leben gab. Und das wollen wir einfach widerspiegeln. Und ich möchte noch zwei Predigt-Tipps weitergeben. Das eine ist eine Predigt, die vor kurzem gehalten wurde von mir, Pray Different. Da war ja auch ein Teil dieses anders zu beten, um den Heiligen Geist zu beten, aus einem bestimmten Grund, weil es eben in unserem Leben um mehr geht als ums Überleben. Also das ist so ganz wichtig, dass uns das bewusst ist, gerade wenn es um Krisen geht. Und dann eine andere Predigt von Gerald, vor circa einem halben Jahr gehalten, tun, was der Teufel hasst, verwurzelt sein. Da geht es um diese Verbindung. Er hat gesprochen, vielleicht kann sich nur wer erinnern, an diese berühmten Bäume, die ganz großen Redwood-Bäume, diese roten, riesigen Bäume, die nämlich ganz flache Wurzeln haben. Diese Bäume, die würden alleine sofort umfallen, weil die Wurzeln gar nicht tief gehen. Aber die fallen nicht um, weil diese Bäume alle miteinander vernetzt sind, die Wurzeln. Das heißt, der ganze Boden ist quasi voller Wurzeln und all diese Bäume sind miteinander verbunden.
Und dadurch müsste der ganze Wald umkippen. Und ich habe noch nie einen Wald umkippen gesehen. Und so funktioniert das. Und das ist ganz ein starkes Bild auch. Und da sind noch mehr Dinge in dieser Predigt drin, die einfach diese Gedanken letztendlich, die auch hier in dieser Predigt waren, auch noch verstärken und vertiefen. Also wenn du da reinhören willst oder die verpasst hast, diese Predigten, dann kann ich dir das nur empfehlen. Ich möchte nun schließen mit Gebet und dann wollen wir einfach auch Zeit nehmen, dass wir noch Gott einfach loben und preisen, uns auf ihn ausrichten, weil er ist letztendlich unser starker Fels, er ist unser Fundament, er ist unsere Burg, zu der wir uns flüchten können jederzeit. Aber er ist auch der uns letztendlich Rat und Weisheit auch gibt. Und ich glaube, darum gibt es einfach so viel Grund, unseren Gott zu loben und zu preisen. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn Jesus. Jesus, wir preisen dich. Danke, dass du dein Leben für uns hingegeben hast und das getan hast, dass wir noch Sünder waren und es nicht verdient haben. Und du bist so voller Gnade. Und ich bitte, dass du uns diese Gnade immer wieder vor Augen malst. Und dass du uns auch hilfst, wenn wir da heute was ganz, ganz Konkretes besprochen haben und gehört haben, dass du uns hilfst, dass wir krisenfester werden als Gemeinde und als Einzelne, dass du uns dadurch auch verbindest, dass wir uns gerne gegenseitig helfen. Danke, dass wir in Gemeinschaft stehen dürfen, dass du diese Gemeinschaft gestiftet hast. Dafür sind wir dir von ganzem Herzen dankbar. Und wir wollen dich preisen an diesem Morgen und wir wollen dir einfach sagen, du bist unser Gott und wir danken dir für all das Gute, das du in unser Leben hineingibst. Du hast gute Pläne mit an jedem von uns. Du gibst uns Zukunft und Perspektive, die bis in die Ewigkeit hineingeht. Und es ist einfach gut, dass wir das wissen dürfen. Amen.